Heute vor 75 Jahren wurde Hillary Clinton geboren. Ariane Hoffmann über den Lebensweg der ehemaligen First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin der Vereinigten Staaten von Amerika. I'm your girl. Hillary ist die einzige Tochter von Dorothy und Hugh Rodham, Eigentümer einer Textildruckerei im Bundesstaat Illinois. Von der Mutter lernt sie Durchsetzungsvermögen, vom Vater Disziplin. Hillary ist eine hervorragende Schülerin und Jurastudentin. In der Bibliothek der Elite-Universität Yale lernt sie Anfang der 1970er Jahre Bill Clinton kennen. Er beobachtete mich, weil ich ihn beobachtete. Dann legte sie ihr Buch nieder, kam auf mich zu und sagte: Wenn du mich weiter so anschaust und ich dich, sollten wir uns kennenlernen. Ich bin Hillary Rodham. 1974 sammelt sie erste politische Erfahrungen in Washington. Im Auftrag des Repräsentantenhauses sucht sie nach Beweisen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Richard Nixon. Aber für Bill Clinton gibt die selbstbewusste Hillary ihre politischen Ambitionen auf und zieht mit ihm nach Arkansas. Ihre Freundin Sarah Ehrman ist entsetzt. Ich fragte sie, warum um Himmels Willen gehst du in die Provinz? Du wirst einen Landjuristen heiraten, der niemals etwas anderes sein wird. Aber du könntest alles werden. Hillarys Antwort ist einfach. Er war ganz klar der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Das Paar heiratet 1975. Jetzt heißt sie Hillary Rodham Clinton. 5 Jahre später kommt Tochter Chelsea zur Welt. Hillary arbeitet als Juradozentin und hat eine eigene Kanzlei, auch noch als Bill Clinton 1993 US-Präsident wird. Ich hätte zu Hause bleiben und Kuchen backen können, aber ich wollte meinen Beruf ausüben, den ich schon hatte, bevor mein Mann in der Öffentlichkeit stand. Bill schätzt Hillary als Ehefrau und politische Partnerin. Als Studentin noch bei den Republikanern wechselt sie später zu den Demokraten. Für uns gilt: Kauf einen und du bekommst den anderen umsonst dazu. Doch die Zeit im Weißen Haus ist schwer für Hillary. Ständig wird sie wegen ihrer Frisur, Kleidung oder ihres Doppelnamens kritisiert. Um Probleme zu vermeiden, bin ich von nun an nur noch Hillary Clinton. Forever be known as Hillary Clinton. First Lady und mehrfach betrogene Ehefrau. Doch sie steht selbst dann noch zu ihrem Mann, als seine Sexaffäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky auffliegt. Hillarys Freundin Sarah Ehrman. Sie sagte manchmal, am liebsten würde ich im Bett bleiben und mir die Decke über den Kopf ziehen. Aber ich habe keine Zeit dafür. Denn nun will Hillary Clinton selbst in die Politik. 2001 wird sie Senatorin von New York und verkündet 2008 ihre Präsidentschaftskandidatur. I'm running for president. And I'm in it to win it. Hillary Clinton unterliegt dem Gegenkandidaten Barack Obama, wird aber Außenministerin in seinem Kabinett. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 tritt sie gegen Donald Trump an und verliert wieder. Danach zieht sie sich aus der Politik zurück. Seit 2020 ist sie Kanzlerin der Queen's University in Belfast. Heute feiert Hillary Clinton ihren 75. Geburtstag.